Hallo, ich möchte zeigen, wie man bei Mebis ein paar alte Schulaufgaben hochladen kann, um sie Fachschaftskollegen zugänglich zu machen. Und dazu logge ich mich bei Mebis ein, anmelden, Mebis Bayern. Hier muss ich jetzt an der Seite nach den Lernplattformen suchen. Eine dieser Lernplattformen wird dann der Fachschaftsordner sein. Hier gehe ich nach unten. Ich simuliere das mit der Fachschaft Chemie. Und möchte zum Beispiel jetzt bei der 10. Klasse etwas hochladen. Das ist ein Verzeichnis, der Knopf, der dahinter steckt. Ich muss auf Bearbeiten klicken. Kann jetzt auf dieser Seite ein paar meiner Schulaufgaben nehmen. Und das Ganze geht mit Klicken, Ziehen und Warten. Und sobald diese Balken erscheinen, kann ich sicher sein, dass sie wirklich hochgeladen werden. Wenn alles passiert ist, klicke ich auf Änderung speichern und alles ist online und kann von den Kollegen gesehen werden. Die Namen, da empfehle ich sehr, mit dem Schuljahr zu beginnen, 2018, 2019. Wenn sich alle Kollegen daran halten, beim Dateinamen diese 18, 19 und dann 19, 20 und so weiter zu verwenden, sind die Schulaufgaben schön sortiert. Man weiß, was ist alt, was ist neu, was gehört zum alten Lehrplan, zum neuen Lehrplan. Genau, hier komme ich wieder zurück zum Schreibtisch, ja, so zur Startseite. Wenn ich die auf Bearbeiten klicke, kann ich die Schulaufgaben auch wieder löschen. Und dieses Mebis ist vielleicht manchmal ein bisschen sperrig, aber auch sehr sicher, gerade für Schulaufgaben sicher das richtige Medium.